Oh ja, diese Geräusche kennen wohl die meisten nur zu gut, oder? Vom letzten Zahnarztbesuch. Wie es da im Behandlungszimmer zugeht, wissen wir also. Aber was passiert eigentlich hinter den Türen eines Dentallabors, wenn dort zum Beispiel eine Zahnbrücke entsteht? Dutzende Arbeitsschritte sind dafür nötig. Aus Abdrücken der Kiefer werden Modelle aus Gips gefertigt. Danach entsteht aus einem Wachsmodell nach dem Gießen das Metallgerüst und schließlich, viel später, die keramisch verkleidete Zahnbrücke. Damit ein perfektes, handgefertigtes Einzelstück entstehen kann, braucht es einen erfahrenen Spezialisten. Niklas Bösing ist Zahntechnikermeister in Bingen. Von einem Zahnarzt hat er den Gebissabdruck eines Patienten bekommen, der Zahnersatz benötigt. Eine Brücke stellen wir dem Patienten her, um einen fehlenden Zahn zu ersetzen. Dafür werden die zwei Nachbarzähne präpariert, beschliffen vom Zahnarzt. Dadurch werden sie kleiner und können dann wieder überkront werden. Und diese beiden Kronen werden mit dem Brückenglied miteinander verbunden. Jetzt habe ich vom Zahnarzt hier zwei Abdrücke bekommen, für eine Unterkieferbrücke herzustellen im Seitenzahnbereich. Das kennt man hier an dem rosanen Abdruckmaterial. Außerdem schickt der Behandler mir immer noch ein Oberkiefermodell mit, damit ich später die Okklusion, also den Biss von den beiden Kiefern zueinander, kontrollieren kann. Zunächst bettet er den Abdruck des Unterkiefers in eine Knetmasse aus Silikon ein. Als erstes müssen wir das Modell jetzt einkneten. Ziel ist es, einen Silikonabdruck des Patientenunterkiefers herzustellen, der danach mit Gips ausgegossen werden kann. Dabei gilt es darauf zu achten, den Abdruck nicht zu sehr zu verdrücken. Um den Abdruck auszugießen, brauche ich Gips. Der wird in dieser Maschine angerührt. Dafür brauche ich ungefähr 300 Gramm Gips. Das kann ich vorher einstellen. Und die Maschine gibt mir vor, wie viel Wasser ich brauche. Gips, Pulver und Wasser müssen im richtigen Mischungsverhältnis angerührt werden. Die Gipsmasse muss er kräftig durchmischen. Das ist unser Vakuummixer. Das Vakuum dient dazu, dass in den Modellen später keine Luftbläschen vorhanden sind, weil das würde wiederum zu einer Ungenauigkeit der Brückenpassung führen. Niklas Bösing muss auf jedes noch so kleine Detail achten, denn die Herstellung einer Zahnbrücke ist Präzisionsarbeit. Er gießt die Abdrücke von Ober- und Unterkiefer nun mit dem Gipsbrei aus. Die Maschine ist ein Rüttler und der Rüttler dient dazu, um den Gips fließfähiger zu machen. Wenn ich es nicht rüttel, dann fließt er nicht richtig und auf der Maschine fließt der Gips in jede Pore. Der Unterkieferabdruck bekommt eine Sonderbehandlung, denn er wird später in einzelne Segmente zersägt. Der Zahntechniker setzt eine Kunststoffplatte mit Messingpins darauf. So lassen sich die späteren Segmente immer wieder exakt positionieren. Den Gips für den Oberkieferabdruck füllt er in eine Form. Und der Abdruck wird jetzt hier aufgesetzt. 2 Stunden muss der Gips aushärten, bevor das Oberkiefermodell sowie das speziell vorbereitete Unterkiefermodell weiter bearbeitet werden können. Als nächstes holen wir das Modell wieder aus dem Förmchen raus. Das ist der Oberkiefer. Da muss ich auch vorsichtig arbeiten, dass ich die Gipszähne nicht abbreche. Genau, dann kann ich den abziehen. Ja, das sieht gut aus. Und das gleiche mache ich jetzt im Unterkiefer. Auch das Unterkiefermodell legt er frei. Aus der Negativform des Abdrucks vom Zahnarzt ist eine Positivform aus Gips entstanden.
Und wie man jetzt hier erkennt, fehlt hier im Seitenzahnbereich eben ein Zahn und auf dieser Seite wird jetzt die Brücke hergestellt. In der sogenannten Gipsküche bearbeitet er die beiden Modelle weiter. Als nächstes wird das Modell jetzt betrimmt. Das bedeutet, die überschüssigen Gipsreste werden mit dieser Fräse hier jetzt entfernt. Zum Beschleifen benutzt der Zahntechniker eine spezielle Zahnkranzfräse. Niklas Bösing wechselt den Arbeitsplatz. Er fertigt nun ein sogenanntes Sägeschnittmodell des Unterkiefers an. Ich säge jetzt den Unterkiefer in die einzelnen Segmente und das ist der Bereich, wo später dann die Brücke hergestellt wird. Das macht der Zahntechnikermeister, damit er die Zähne später einzeln bearbeiten kann. Mit Hilfe der Messingstifte lassen sich die Segmente immer wieder exakt zusammensetzen. Der Zahntechniker muss hochkonzentriert sein und braucht eine ruhige Hand. Der nächste Arbeitsschritt nach dem Sägen ist das Freilegen der Präparationsgrenze. Die Präparationsgrenze ist der Übergang von dem Bereich, der von dem Zahnarzt präpariert wurde, also beschliffen wurde, zum Übergang zur Zahnwurzel. Für das Labor ist das wichtig, die Präparationsgrenze richtig zu erkennen, weil bis dahin später unsere Krone gehen wird. Als Beispiel kann ich hier einmal zeigen, wie das Ganze aussehen soll. Einmal der Stumpf im unbearbeiteten Zustand und einmal der Stumpf im bearbeiteten Zustand. Hier kann man gut erkennen, dass da eine Hohlkehle einradiert wurde. Und durch diese Hohlkehle lässt sich die Präparationsgrenze sehr gut erkennen. Für diese diffizile Arbeit benutzt er eine Lupenbrille. Wie man jetzt sieht, taste ich mich hier Stück für Stück an die Präparationsgrenze ran, nehme immer millimeterweise ein bisschen was weg. Falls die Präparationsgrenze nicht richtig von mir freigelegt ist, dann kann die Krone entweder zu lang oder zu kurz werden, wodurch dann im Mund die fertige Arbeit später nicht passt. Als nächstes setzen wir dann die einzelnen Segmente wieder auf die Kunststoffplatte. Dazu werden die Segmente zurück auf die Platte gesteckt. Und das mache ich jetzt mit all meinen Segmenten, die ich vorher getrennt habe. Die 5 Segmente des Unterkiefers kommen zurück an ihren Platz. Somit erhalten wir hier das fertige Unterkiefer-Sägeschnittmodell, passend mit dem fertigen Oberkiefermodell. Und das Ganze werde ich jetzt mit Gips fixieren. Um die Lage von Ober- und Unterkiefer zueinander zu bestimmen, benötigt er ein spezielles Gerät. Um unsere 2 fertigen Modelle jetzt in Relation zueinander zu bringen, verwenden wir einen sogenannten Artikulator. Das Ganze soll das Kiefergelenk des Patienten nachahmen. Der Artikulator kann Seitwärtsbewegungen machen, Öffnungsbewegungen, Schließbewegungen. Um das Modell einzustellen, rühre ich mir jetzt Artikulationsgips an. Das ist einfach ein Gips, der ein bisschen schneller hart wird als die anderen Gipse. Der Kausimulator ist unerlässlich für die Herstellung von passgenauem Zahnersatz. Der Zahntechniker setzt ihn auch bei den folgenden Arbeitsschritten immer wieder ein. Die Modelle von Ober- und Unterkiefer werden nacheinander in den Artikulator eingegipst. Die Position des Modells wird über den Inzisalzeiger definiert. Der Inzisalzeiger zeigt auf den Inzisalpunkt. Der Punkt befindet sich zwischen den beiden unteren ersten Schneidezähnen. Der Bestimmung der exakten Position dient auch das Gummiband. Als nächstes verwende ich den vom Zahnarzt mitgelieferten Biss. Dieser Biss wird im Patientenmund angefertigt.
Somit kann ich genau feststellen, wie die beiden Modelle zusammenpassen. Und um das Ganze jetzt im Artikulator wieder einzugipsen, wird es mit Kunststoff und solchen Metallpins miteinander fixiert. Er kann Oberkiefer- und Unterkiefermodelle nun endgültig montieren. Ihre Position zueinander ist festgelegt. Der erste Artikulator wurde übrigens bereits 1864 von einem amerikanischen Zahnarzt entwickelt. So, das war's. Jetzt muss der Gips circa 3 Minuten lang aushärten. Im Labor von Bösing Dental arbeiten 30 Zahntechniker, darunter Spezialisten für Keramik, Metall, Kunststoff oder digitale Zahntechnik. Niklas Bösing wechselt an einen Technikerarbeitsplatz. Auch beim folgenden Arbeitsschritt wichtig, der Artikulator. Hier ist sehr gut zu sehen im Seitenzahnbereich. In diesem Bereich wird die Brückenversorgung stattfinden. Als nächstes kontrolliere ich die Okklusion. Die Okklusion ist das Zusammenspiel der beiden Kiefer zueinander. Das mache ich mit solcher Okklusionsfolie. Die doppelseitig beschichtete Folie färbt bei Kontakten ab. Hierbei schaue ich mir jetzt an, ob sich Frühkontakte bilden. Frühkontakte sind Kontakte, die wie hier jetzt zum Beispiel sehr stark zu sehen sind. Wie man sieht, habe ich im hinteren Bereich noch keinen Kontakt. Und um das Ganze ein bisschen auszugleichen, nimmt man diese Frühkontakte jetzt weg. Die Frühkontakte werde ich jetzt aber im Oberkiefer, also im Gegenkiefer, wegnehmen. Das Ganze macht man deswegen, weil es immer besser ist, in der Grube wegzunehmen, als den Höcker zu kürzen. Der Kontakt zwischen den Zähnen des Ober- und des Unterkiefers sollte nach dem Einschleifen gleichmäßig sein. Das überprüft er mit der Okklusionsfolie. Und wie man jetzt sieht, hat sich hier ein gleichmäßiges Okklusionsbild abgezeichnet. Somit kann ich beginnen, meine Stümpfe vorzubereiten für die Brücke. Jetzt wird der Distanzlack aufgetragen. Man muss sich vorstellen, die Brücke wird im Mund verklebt mit Zement. Und dieser Zement braucht einen gewissen Platz. Und um diesen Platz auszublocken, verwende ich jetzt diesen Distanzlack. Der Distanzlack dient also als Platzhalter für den Zement, den der Zahnarzt später zum Befestigen der Brücke im Mund des Patienten benötigt. Der Lack ist hitzefest. Der Zahntechniker trägt ihn im oberen Bereich des Gipsstumpfes auf. Jetzt haben wir fast alle Vorbereitungen getroffen, um mit dem Modellieren der Brücke zu beginnen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir den Gips vorher noch gegen Wachs isolieren müssen, damit wir unsere Wachsmodulation, die jetzt im Laufe der Zeit entsteht, später wieder von dem Gipsmodell entnehmen können. Dazu tragen wir eine Gips gegen Wachsisolierung auf. Das Wachs darf sich nicht mit dem Gips verbinden. Durch die Isolierung lässt sich das Brückenmodell aus Wachs später problemlos vom Gips abnehmen. Nachdem die Isolation eingezogen ist, tauche ich die Stümpfe in Tauchwachs. Dadurch entsteht eine dünne, gleichmäßige Schicht über den Stümpfen. Das Tauchwachs hat er im Wachstauchgerät auf 90 Grad erwärmt. Sogenannte Wachskäppchen entstehen, elastisch und reißfest. Niklas Bösing bearbeitet die Wachskäppchen auf den Gipsstümpfen danach weiter. Jetzt muss ich das Tauchwachs zurückschneiden, abtragen bis leicht über die Präparationsgrenze. Das mache ich mit einem Lecron. Das ist ein spezielles Werkzeug für den dentalen Bereich, was an der Spitze eine relativ scharfe Schneide hat. Allerdings nicht so scharf ist wie ein Skalpell. Somit verhindere ich, dass ich den Stumpf verletze.
filigrane Feinarbeit, für die es Fingerspitzengefühl braucht. Jetzt kommt wieder Wachs ins Spiel, und zwar ein Spezialwachs. Für die Kronenränder verwenden wir ein besonderes Wachs. Und dieses Wachs trage ich jetzt mit der Sonde auf. Das weiche Modellierwachs zieht sich beim Erstarren kaum zusammen. Das führt zu einer hohen Passgenauigkeit, die am Kronenrand wichtig ist. Die beiden Stümpfe mit den Käppchen setzt er zurück auf das Unterkiefermodell. Die Stümpfe sind jetzt mit einem Wachskäppchen überzogen. Dieses Wachskäppchen dient als Basis für meine weitere Modulation. Die Modulation ähnelt dann der endgültigen Zahnform, ist allerdings eine geschrumpfte Zahnform, damit ich im Nachgang noch genug Platz habe, für meine Keramikmasse aufzutragen. Denn die Brücke wird ja später noch mit Keramik verblendet. Jetzt kann ich mit der Modulation beginnen. Hierfür verwende ich ein spezielles Modulationswachs. Als allererstes versuche ich, mir meine Höckerspitzenposition festzulegen. Die Höckerspitze befindet sich zwischen den beiden oberen Zähnen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Reißverschluss. Also die Höcker greifen quasi immer abwechselnd ineinander. Der Zahn, den ich jetzt modelliere, hat 3 Höcker. Der Zahntechnikermeister bildet eine verkleinerte, natürliche Zahnform aus Wachs nach. Aufwachsen nennt man diesen Arbeitsschritt. Bei der Modulation der Brücke muss ich die Anatomie der natürlichen Zähne beachten. Jeder Zahn hat seine ganz eigene Anatomie. Jeder Zahn hat auch eine unterschiedliche Anzahl an Höckern. Jeder Zahn ist anders. Und jedes Gebiss auch. Umfangreiches Wissen über Anatomie und Funktion des Kausystems, geschickter Umgang mit verschiedensten Werkstoffen. All das ist von Niklas Bösing gefordert. Und noch mehr. Um eine gute Modulation am Ende zu bekommen, braucht man einiges an Geduld, Fingerspitzengefühl. Ein Blick von Proportionen ist auch auf jeden Fall von Vorteil. Der Anspruch des Zahntechnikers: Am Ende soll die Brücke den natürlichen Zähnen entsprechen, in ihrer Funktion und auch in der Ästhetik. Die Kronen aus Wachs sind fertig modelliert. Nachdem ich mit meiner Modulation meiner beiden Zähne fertig bin, kann ich nun mit der Modulation des Brückenglieds beginnen. Bevor ich allerdings das Brückenglied modelliere, muss ich eine dünne Schicht Ausblockwachs auftragen. Das gibt es hier in einer vorgefertigten Stärke. Dieses lege ich hier drüber, drücke es dünn an. Das sorgt dafür, dass ich später einen bestimmten Platz habe, für meine Keramik aufzutragen. Für die Modulation des Brückengliedes gibt es solche konfektionierten Teile. Das sind vorgefertigte Brückenglieder aus Wachs hergestellt. Dieses konfektionierte Brückenglied muss jetzt aber angepasst werden. Dafür schabe ich von unten mit dem Lecran, dem Modellierinstrument, ein wenig Wachs weg. Das Zwischenglied ersetzt den verloren gegangenen Zahn und wird an die Situation im Mund des Patienten angeglichen. Dabei muss der Zahntechniker wieder den Biss beachten. Wenn ich das Brückenglied jetzt richtig ausgerichtet habe, kann ich es mit Kronenwachs an den bereits modellierten Kronen fixieren. Wachse mit unterschiedlichen Eigenschaften sind in der Zahntechnik wichtige Werkstoffe für verschiedene Fertigungsprozesse. Niklas Bösing verbindet das Brückenglied mit den Kronen. Hierbei achte ich darauf, dass die
Höcker meiner modellierten Kronen und die Höcker des Brückengliedes in einer Flucht zueinander stehen. Bei dieser Arbeit muss er noch etwas Entscheidendes im Blick behalten. Bei der Verbindung der Kronen zum Brückenglied ist darauf zu achten, dass die Verbinder einen definierten Durchmesser haben. Dieser definierte Durchmesser muss gegeben sein, da das Brückenglied ansonsten brechen kann. Bei der Modulation ist jetzt auch darauf zu achten, ob ich nicht nur in der statischen Okklusion, das bedeutet unbewegt, genug Platz habe, sondern ich muss auch die dynamische Okklusion kontrollieren. Dafür kann ich den Artikulator hier hinten entriegeln und dann die Seitwärtsbewegung des Kiefergelenks nachahmen. Bei der Seitwärtsbewegung wird der Kiefer im natürlichen Gebiss über die Eckzähne geöffnet und darf somit keine Störkontakte auf meiner modellierten Brücke aufweisen. Das sieht in dem Fall gut aus. Jetzt beginnen die Vorbereitungen für den Metallguss. Um meine Modulation zu gießen, baue ich mir jetzt Gusskanäle. Diese Gusskanäle baue ich mir aus solchen runden Wachsprofilen. Durch die Gusskanäle wird beim anschließenden Gießvorgang das Metall durchfließen. Der Gusskanal besteht genauso wie die Modulation aus Wachs. Wenn ich die Gusskanäle jetzt heiß mache, kann ich sie an meine Modulation anbringen. Diese Arbeit nennen die Zahntechniker in ihrer Fachsprache Anstiften. Aus dem Wachsmodell soll im nächsten Arbeitsgang das Metallgerüst der Brücke entstehen. Nachdem ich die Gusskanäle gut angestiftet habe, kann ich sie nun auf meinen Trichter anbringen. Dieser Trichter hilft mir später beim Ausgießen des Metalls dabei, dass das Metall auch zur Modulation gelangt. Der Gusstrichter besteht ebenfalls aus Wachs. Das Wachsmodell der Brücke mit den Gusskanälen wird auf dem Gusstrichter befestigt. Beim nächsten Arbeitsschritt wird die Wachsmodulation mit einer Einbettmasse übergossen. Das nennt man Überbetten. Aus dieser Überbettung entsteht dann eine Muffel. Dafür verwendet man diesen Muffelformer. Diese Muffel ist dann ein Hohlkörper, in die Metall reingegossen wird. Und dann habe ich eben später meine Wachsmodulation in Metall gegossen. Die Muffel entsteht im Gussraum des Dentallabors. Für das Überbetten der Brückenmodulation verwende ich eine Einbettmasse. Dafür brauche ich ein Einbettmassenpulver, das dazugehörige Liquid und destilliertes Wasser. Besonders wichtig dabei das korrekte Mischungsverhältnis und die Temperatur der Flüssigkeiten. Liquid und destilliertes Wasser werden deshalb bei exakt 21 Grad in einem Temperierschrank gelagert. Die Masse mischt der Zahntechniker in einem Rührgerät unter Vakuum an. Auf einem Rüttler füllt Niklas Bösing die Einbettmasse in den Muffelformer. Sie muss sich blasenfrei verteilen. Er bettet das Wachsmodell der Brücke vollständig in die Masse ein. Nach einer halben Stunde ist die Einbettmasse ausgehärtet. Die Vorbereitungen für den Metallguss sind getan. Hier sehen wir jetzt die fertige Gussmuffel. Durch diesen Trichter wird später das heiße Metall einfließen. Ganz so weit ist es aber noch nicht. Zuerst muss die Muffel noch in den Ofen. Ich starte jetzt den Ofen. Dabei wird über Nacht die Muffel auf ca. 1000 Grad erhitzt. Dadurch wird die Wachsmodulation ausgebrannt und es entsteht eine Hohlform, in die ich dann das flüssige Metall eingießen kann. Am nächsten Tag ist alles bereit für den Guss. Das ist unsere Gussschleuder. Mit der Gussschleuder wird das Metall erhitzt und in die Muffel geschleudert.
Das Ganze funktioniert mit Fliehkraft und einer Induktionsspule. Die Induktionsspule heizt jetzt mein Metall auf. Jetzt wird das Gerät eingeschaltet. Das Metall wird zunächst vorgeschmolzen. Und das ist eine Nicht-Edelmetall-Legierung, besteht aus Chromkobalt-Molybdäm und eignet sich zum keramischen Verblenden. Die erhitzte Muffel ist bereit, das flüssige Metall in die Hohlräume aufzunehmen. Der Zahntechniker muss den Guss zum richtigen Zeitpunkt auslösen. Jetzt muss ich schauen, dass ich den richtigen Schmelzpunkt vom Metall abpasse. Also das Metall wird glühend und sackt dann leicht zusammen. Und dann betätige ich den Hebel und somit wird die Schleuder freigesetzt. Die Legierung ist nun vollständig aufgeschmolzen. Der Gussvorgang beginnt. Im Innern wird jetzt quasi das Metall über Fliehkraft in die Muffel reingeschleudert. Die Hohlräume sind nun mit geschmolzenem Metall gefüllt. Der Guss der Brücke ist abgeschlossen. So sieht der Gusskegel jetzt aus. Und das Ganze muss jetzt circa 2 Stunden abkühlen. Nach dem Erkalten kann Niklas Bösing das gegossene Metallgerüst ausbetten. Das Gussobjekt muss als nächstes von der Einbettmasse befreit werden. Und um da gesundheitsschädliche Feinstäube zu verhindern, wird die Muffel vorher gewässert. Die Luft, die sich jetzt noch in der Muffel befindet, strömt aus und das sieht man eben unter Wasser. Aus Arbeitsschutzgründen trägt er außerdem eine Maske. Mit Hammer und Zange befreit er das Gussobjekt zunächst grob von der Einbettmasse. Die Feinarbeiten werden mit maschineller Unterstützung erledigt. Was sich jetzt hier am Gussobjekt noch ganz gut erkennen lässt, ist die Oxidationsschicht, die sich im Ofen gebildet hat. Diese entsteht durch die Hitze in Verbindung mit Sauerstoff. Und um die Oxidationsschicht und die restliche Einbettmasse zu entfernen, verwenden wir jetzt den Sandstrahler. Das Metallgerüst wird abgestrahlt. Das Strahlmittel ist synthetisch hergestellter Edelkorund, das härteste Mineral nach Diamant. Die fertig gegossene Brücke mit den beiden Kronen und dem Brückenglied ist jetzt gut zu erkennen. Der Zahntechnikermeister trennt danach mit einer Fräse die Gusskanäle ab. Die werden nicht mehr gebraucht. Er arbeitet die Brücke nun aus. Die 3 Gusskanäle habe ich jetzt abgetrennt. Das erkennt man an dem metallisch glänzenden Schliffbild. Diese Gusskanalreste werden jetzt von mir mit einer Fräse verschliffen. Bevor ich meine Brücke aufs endgültige Modell setze, kontrolliere ich die Passung der einzelnen Stümpfe. Die Kronen, die durch das Brückenglied verbunden werden, müssen einzeln auf die Stümpfe draufpassen. Wenn die Krone nicht ganz runter geht, dann muss ich nacharbeiten. Mit der Passung bin ich soweit zufrieden. Jetzt kontrolliere ich die Okklusion im Artikulator. Dabei achte ich wieder darauf, ob ich genug Platz habe für meine Keramik. Stellen, wo ich zu wenig Platz habe, muss ich korrigieren. Das bedeutet, ein wenig Metall wegnehmen. Damit ich nicht zu viel Metall wegnehme, verwende ich einen Taster zum Kontrollieren. Dieser Taster zeigt mir die Materialstärke an, in Millimetern. Hier habe ich jetzt einen Wert von 0,5 mm. Die Mindestdicke bei Nicht-Edelmetall liegt bei ca. 0,3 mm. Also kann ich noch ein bisschen was wegnehmen. Metall ist Niklas Bösings Lieblingsmaterial.
Jetzt bin ich mit dem Ergebnis der Brücke zufrieden und kann sie abstrahlen, sodass sie im Nachhinein verblendet werden kann. Das erledigt er mit dem Sandstrahler. Das Abstrahlen dient dazu, die Oberfläche zu vergrößern, weil ich beim Strahlen wie Berge und Täler erzeuge. Dadurch habe ich eine möglichst große Oberfläche, wo meine Keramik guten Halt findet. Das Brückengerüst aus Metall wird jetzt mit Keramik verblendet. Ein wichtiger Arbeitsprozess. Den übernimmt eine Spezialistin. Schau mal. Ich habe die Brücke jetzt schon mal vorbereitet, also abgestrahlt. Das heißt, ich kann direkt damit anfangen? Genau, du kannst jetzt direkt. Gut. Sarah Hugo ist eine erfahrene Zahntechnikermeisterin, die sich auf keramische Verblendungen spezialisiert hat. Beim Verblenden werden keramische Massen in aufwendiger Handarbeit schichtweise auf das Metallgerüst aufgetragen. Es geht darum, die Zahnform dem Kiefer anzupassen und auch die Zahnfarbe. Jeder Zahn hat mehrere Schichten und das versuchen wir jetzt in dem Fall mit der Keramik nachzuahmen. Ich trage jetzt zuallererst einen sogenannten Bonder auf. Das ist eine Grundierung. Der deckt im allerersten Schritt schon mal die graue Metallfarbe ab, dass dann später die Farbe von der Keramik einfach besser rauskommt. Sie gestaltet die Kronen der Brücke so, dass sie nach der Keramikverblendung von natürlichen Zähnen kaum zu unterscheiden sind. Ja, wenn ich alles aufgetragen habe, setze ich die Brücke auf den Brennrohrträger, damit ich das Ganze in den Ofen stellen kann, dann wird das Ganze gebrannt. Der Bonder Brand ist der erste von 5 Bränden. So, das erste Programm geht bis zu 980 Grad und dauert ca. 15 Minuten. Dann holen wir es raus und dann muss es erst nochmal abkühlen, dass wir weiterarbeiten können. Das Werkstück fährt schrittweise in die erhitzte Brennkammer. Brenntemperatur und Dauer sind voreingestellt. Im Brennofen härtet die Keramikmasse aus. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn es aus dem Ofen rausgekommen ist. Das heißt, das Rosa, die Paste, hat sich jetzt in so einem zarten Gelb jetzt verfärbt. Da kann man auch noch mal kontrollieren, dass alles gut abgedeckt ist. Als nächstes kommt die Grundierung für die Zahnfarbe. Es gibt hier verschiedene Zahnfarben. In dem Fall hat der Behandler uns die A3 gegeben, also diese hier. Ja, und jetzt würde ich die Masse auftragen. Der Opaker ist eine zahnfarbene Grundmasse, die das Durchscheinen des grauen Metallgerüsts verhindert. So, wenn der Opaker überall drauf ist, kommt es wieder in den Ofen. Das wird jetzt eigentlich mit jeder Masse immer wieder gemacht. Das ist ein Prozess, das ganze Verblenden von 5 Bränden. In der Zeit, wo das Ganze jetzt im Ofen ist, habe ich entsprechend für die Zahnfarbe die Keramikmassen rausgesucht, die ich jetzt verwende. Im Grunde genommen gehen wir jetzt, wie ein normaler Zahn geschichtet ist, so gehen wir jetzt vor. Wir fangen mit dem weicheren Dentinkern quasi an. Das ist die verkleinerte Zahnform im Grunde genommen, die wir jetzt nachahmen. Die eigentliche Zahnform entsteht dann mit Hilfe von Effektmassen und der Schneide. Beim natürlichen Zahn wäre es dann der Schmelz. Jeder Zahn hat in der Schneide verschiedene Farben noch zusätzlich drin. Leicht bläulich, mehr ins Gelbliche. Und das versuchen wir mit diesen Effektmassen nachzuahmen. So, ich fange dann hier mit dem Dentin an. Das Dentin oder Zahnbein ist ein knochenähnliches Gewebe. Es bildet den Hauptanteil des natürlichen Zahns. So, dann fange ich hier an, die einzelnen Effektmassen aufzutragen. Hat hier eben so ein leicht bläulicher Ton. Ich habe hier jetzt insgesamt 5 Effektmassen. So, das hier ist jetzt die Schneide. Quasi das letzte Stück, was dann alles abdeckt. Mit dieser Keramikmasse ahmt sie den natürlichen Zahnschmelz nach. So, und das Ganze mische ich jetzt noch mit einer speziellen Modellierflüssigkeit an.
dass es im Grunde genommen wie so eine cremige Paste dann am Ende ist. Mit den verschiedenen Keramikmassen gestaltet sie nun die künstlichen Zähne so naturgetreu wie möglich. Ich habe jetzt hier im unteren Bereich erstmal ein bisschen Keramik aufgetragen, damit es satt auf dem Zahnfleisch sitzt. Und gebe jetzt im Grunde genommen schon die erste verkleinerte Zahnform wieder. Mit der Dentinmasse beginnt die Zahntechnikerin, die Grundform des Zahns zu modellieren. Also in erster Linie, gerade im Seitenzahnbereich, orientiere ich mich an der Zahnstellung im Oberkiefer. Ich schaue mir da an, wo die Höcker sitzen müssen in dem Fall, dass der Patient auf jeden Fall gut kauen und abbeißen kann. Und schaue, dass der Zahn schön in die Zahnreihe passt. In dem Fall jetzt im Unterkiefer, dass der einfach nicht zu weit raus steht, nicht zu weit rein. Der Patient könnte sich auf die Wange zum Beispiel beißen und das wollen wir einfach nicht. Die Keramikverblendung erfordert großes handwerkliches Können und höchste Sorgfalt. Aber nicht nur das. Es ist viel künstlerisch, so ein bisschen Spielerei, wo man sich so ein bisschen austoben kann, gerade mit der Kaufläche und mit der Farbe, da das wirklich dem Zahn so naturgetreu wie möglich nachzuahmen. Ich mache jetzt auch noch so ein paar Rillen noch rein. Auch das ist in einem natürlichen Zahn. Das Dentin geht nicht gerade hoch, hat keine gerade Kante, sondern ist so ein bisschen aufgezipfelt, nennt man das. So, und dann wäre die Schichtung soweit fertig, dass wir es in den Ofen stellen können. Der Dentinbrand erfolgt bei mehr als 900 Grad. Nach 20 Minuten ist der Brennvorgang abgeschlossen. Also im Grunde genommen sehen wir jetzt schon mal die verkleinerte Zahnform, so wie der Zahn auch im natürlichen Gebiss aufgebaut ist. Ja, auch diese gelbliche Farbe ist schon mal die Grundfarbe, die vorgegeben wird. Ich schleife jetzt einmal komplett diese glänzende Schicht weg, damit sich die nächste Schicht Keramik optimal verbindet. So, jetzt setze ich das erste Mal drauf und sehe, dass es von der Kauffläche her, dass wir da genügend Platz haben, dass ich jetzt im Grunde genommen direkt weitermachen kann. Der nächste große Arbeitsschritt ist jetzt, die Schichtung mit den verschiedenen Effektmassen aufzutragen. Da hat jeder Zahntechniker auch so seine eigene Handschrift, seine Lieblingsmassen, die er quasi verwendet. Das sind im Grunde genommen so kleine Würstchen, die ich jetzt aneinander lege. Die Farbtöne sind tatsächlich unterschiedlich von diesen Effektmassen. Zwar nur Nuancen, aber trotzdem will ich ja dieses Farbspiel von einem natürlichen Zahn so getreu wie möglich wiedergeben. Eine zeitaufwendige Arbeit. Bis die Brücke komplett verblendet ist, vergeht fast ein halber Tag. So, die Wechselschichtung habe ich jetzt einmal aufgetragen. Ich würde jetzt die Schneidemasse anbringen, aufschichten, was im Grunde genommen der Schmelz, sprich die Schutzschicht von einem natürlichen Zahn ist. Es geht jetzt bei der Schneide auch hauptsächlich darum, auch wieder die Höcker genauso nachzuahmen, wie es sein sollte. Und die Kauffläche, eigentlich der wichtigste Bereich, weil genau da die ganze Nahrung zerkleinert wird. Aus Effektmassen und Schneidemasse gestaltet sie die Zahnform. Bei der Keramik muss ich im Hinterkopf behalten, dass sie bei jedem Brand immer ein bisschen schrumpft. Dadurch, dass die Feuchtigkeit einmal verdampft im Ofen und die Partikel zusammenbacken, muss ich den Zahn an sich ein bisschen größer darstellen, übermodellieren. Ich habe jetzt die Außenform der Zähne gestaltet. Ich wechsle jetzt zu einem dünneren Pinsel und gehe jetzt Höcker für Höcker einmal die Kauffläche durch.
Jeder Zahn hat seine eigenen Merkmale. Die hat Sarah Hugo im Kopf. Allerdings muss sie die künstlichen Zähne dann noch individuell an die Situation im Patientengebiss anpassen. Für den Schneidebrand kommt die Brücke wieder in den Brennofen. Danach ist sie bereit für den Feinschliff. So sieht das Ganze jetzt aus, mit den Effektmassen und mit der Schneidemasse drauf. Von der Kauffläche her ist es auch ganz gut rausgekommen. Ich fange jetzt dann an, das Ganze einmal im Unterkiefer in der Lücke anzupassen und dann den Biss zu korrigieren. Ich nehme jetzt einmal Keramikschleifer extra und mache so die Feinheiten für die Form und schaue dann auch später nochmal nach der Kauffläche, dass da einfach kein Störkontakt vorhanden ist. Beim Ausarbeiten der Brücke verwendet die Zahntechnikermeisterin 5 verschiedene Schleifaufsätze für Keramik. Sie trennt die Zwischenräume auf, damit jeder Zahn einzeln steht. Nachdem ich die äußere Zahnform jetzt angepasst habe, also sprich an den Unterkiefer angepasst habe, schaue ich jetzt, dass es auch zum Oberkiefer passt, dass der Patient gleichmäßig überall Kontakt hat. Mithilfe der Okklusionsfolie kontrolliert sie den Biss. Ja, die ganzen roten Punkte, die nehme ich jetzt erstmal weg. Sarah Hugo entfernt die Störkontakte. Während sie die Kauffläche einschleift, überprüft sie immer wieder die Okklusion. So lange, bis der Biss passt. Ja, für meinen letzten Schritt brauche ich das Modell jetzt erstmal nicht mehr, weil es geht jetzt hier in erster Linie darum, die Farbe nochmal zu kontrollieren, gegebenenfalls anzupassen, um meine Schichtung zu versiegeln mit der Glasurmasse. Die Farbe entspricht der Vorgabe des Zahnarztes. Auch die Glasurmasse ist eine keramische Masse, nur flüssiger und feiner. Die Brücke ist nun fast fertig. Es fehlt nur noch der abschließende Glanzbrand. So, das ist jetzt der letzte Brand bei der Arbeit. Wenn das fertig ist und abgekühlt ist, dann kann die Arbeit zum Patienten. Zuerst wird das filigrane Werkstück aber noch einmal gründlich kontrolliert. Niklas, schau mal. Mhm. Die Arbeit, die wäre soweit fertig. Ja. Oh, schön. Super. Alles klar, ich guck's mir an. Zahntechnikermeister Niklas Bösing testet die Funktion der Brücke. Am Ende findet noch mal eine Endkontrolle statt. Bei der Endkontrolle überprüfe ich die Kontaktpunkte. Ich verwende hier eine Folie, die hat jetzt keine Farbabzeichnung. Dann schaue ich einfach, dass die Folie hält, wenn ich zubeiße. Nicht zu leicht, aber auch nicht zu stramm. Alles gut. Ja, wenn man so eine Brücke fertiggestellt hat, ist natürlich schon ein schönes Gefühl. Ich meine, das ist komplett handgefertigt. Also die komplette Brücke wurde jetzt vom Anfang bis Ende in detaillierter Handarbeit erstellt und es ist alles individuell. Formschön und funktionell. Eine keramisch verblendete Zahnbrücke von Meisterhand gefertigt. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.